Im Juni geht die Durchmesserlinie unter Zürich durch auf. Viele Verbindungen werden schneller und einfacher. Außer für die Wipkinger. Am Bahnhof Wipkingen halten dann nur noch ein Drittel so viele Züge. Das heisst nur noch alle halbe Stunde eine. Die Wipkinger haben sich dagegen gewehrt, dass ihr Bahnhof und ihr Quartier so an Bedeutung verliert. Erfolglos, Remo Müller. Die Judith Stoffer vom Quartierverein kämpft an vorderster Front für den Bahnhof Wipkingen. Der Verlust für das Quartier wäre gross, wenn nur noch jede halbe Stunde ein Zug fahren würde, glaubt Judith Stoffer. In diesem Quartier wohnen sehr viele Leute, die kein Auto haben. Es ist ein sehr durchmischtes Quartier. Es wohnen auch sehr viele ältere Leute hier, die angewiesen sind auf den öffentlichen Verkehr. Mit dem Wegfall der S-Bahn würde sehr viel an Attraktivität verloren gehen. Judith Stoffer ist auch Kantonsrätin und fordert heute Morgen an der Sitzung, dass der Bahnhof Wipkingen nicht ins Abseits gestellt wird. Wir fordern, dass das Angebot so bleibt wie heute. Erfolglos, der Minderheitsantrag wird abgelehnt. 6 Züge pro Stunde halten heute am Bahnhof Wipkingen und verbinden das Quartier mit dem ganzen Kanton Zürich bis ins Thurgau und Glarnerland. Diese S-Bahnen fahren ab Juni unter Wipkingen durch die neue Durchmesserlinie. 5'500 Menschen steigen heute jeden Tag am Bahnhof Wipkingen ein und aus. Mehr als das Wollishofen, die Tiefenbrunnen oder das Affoltern. Wie kann so ein vielgenutzter Bahnhof so ins Abseits gestellt werden? Der Regierungsrat Ernst Stocker. Also ich glaube, das wird nicht eintreffen. Wipkingen und die ganze Stadt Zürich ist nach wie vor sehr gut versorgt mit dem öffentlichen Verkehr. Aber die Diskussion nehmen wir ernst. Und wenn wir hätten können, hätten wir sicher eine Lösung angeboten. Aber das ist einfach nicht möglich. Das bestätigt der Chefplaner bei der ZVV. Wegen der neuen Durchmesserlinie gäbe es auf dem Zürcher Schienennetz ganz einfach nicht mehr Platz. Mit dem Quartierverein haben wir wirklich nochmal alles, wie man sagt, durchgecatcht, jede Minute durchgeschaut, Lösungen gesucht, erklärt und wieder verworfen. Wir haben alles durchprobiert und wir haben keine Lösung gefunden. Judith Stoffer glaubt das nicht und kämpft weiter. Wir werden weiter kreative Lösungen suchen und probieren, nochmal ein Gespräch aufzunehmen. Wir werden nicht loslassen. Judith Stoffer will jetzt mit dem Quartierverein und Experten, Ingenieuren zusammensitzen, um ein eigenes Verkehrskonzept auszuarbeiten, um dem ZVV, der SBB, der Stadt und dem Kanton aufzuzeigen, dass sie eben noch Möglichkeiten sehen, dass der Bahnhof Wipkingen nicht zurückgestuft werden muss. Für Tele Zürich von Wipkingen, Remo Müller.